Make America Great Again. Der überraschende Wahlsieg Donald Trumps hat die Welt nicht sicherer gemacht. Während die Politik und die Medien sich noch versuchen, mit der neuen Realität abzufinden, kehrte an den Finanzmärkten sehr schnell die Reaktion ein, nämlich direkt am Tag nach der Wahl. Die Märkte, vor allem die Aktienmärkte, tendierten tendenziell nach oben. Warum? In erster Linie deswegen, weil an den Märkten eher die kurzfristig wahrscheinlichen Dinge gesehen werden, die mit Trump und der neuen republikanischen Regierung kommen werden. Nämlich vermutlich Steuersenkungen, Investitionen. Während die längerfristigen Maßnahmen, die heute absehbar sind, in Richtung mehr Abschottung, mehr Protektionismus, vermutlich negative Auswirkungen haben werden. Unterm Strich ist es so, dass dieser Faktor, der Fokus auf das Kurzfristige zusammen mit weiterhin relativ soliden Konjunkturdaten und auch guten Zahlen von der Q3 Unternehmenszahlensaison dazu geführt haben, dass nicht nur die Wall Street wieder great again ist, in dem Sinne, dass die Aktienindizes dort sogar neue Höchststände erreicht haben, sondern dass auch DAX und Co. wieder etwas stärker tendiert haben. Wir sehen hier den amerikanischen Leitindex und an dieser Linie ist genau die Trump-Wahl passiert. Und man sieht, vorher schon sind die Kurse etwas gestiegen und seither sind sie noch weiter gestiegen. Wie gesagt, jetzt auf Höchststand, aber nur knapp. Es ist noch kein Ausbruch. Wir sind nach wie vor in den Seitwärtstrends, sowohl in Europa bei den meisten Aktienindizes als auch in den USA. Es fehlt der letzte Auslöser für einen Ausbruch nach oben. Mit Italiens Senatsreferendum am 4., der EZB-Sitzung am 8. und der FED-Sitzung am 14. Dezember stehen drei wichtige Ereignisse in diesem Monat an. Während die EZB-Sitzung relativ gut absehbar ist, wahrscheinlich dürfte das Anleihekaufprogramm relativ unverändert erstmal noch verlängert werden und auch die FED-Sitzung relativ klar ist, dort dürfte der US-Leitzins leicht erhöht werden, ist das Italien-Referendum der größte Unsicherheitsfaktor, weil sein Ausgang ziemlich schwer abzuschätzen ist auf Basis der Umfragen. Theoretisch hat dieses Referendum, sollte es abgelehnt werden und sollte Premierminister Renzi damit zurücktreten, das Potenzial in Italien wieder eine Krise auszulösen und das könnte natürlich auch die Eurozone belasten. Wir werden sehen, was passiert, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Risikofaktor, der noch zu der ganzen Trump-Unsicherheit dazukommt. Denn eines ist klar, nicht nur die ganze Welt, auch die Finanzmärkte werden auf den Trump-Tower schauen und auf die Nachrichten, die die nächsten Wochen kommen, um die künftige US-Politik besser einschätzen zu können. Bei aller Verunsicherung ist aber auch wichtig, wenn man sich die Konjunkturdaten momentan anschaut. Es sieht relativ solide und gut nach vorne aus, in dem Sinn, dass man auch davon wieder ausgehen kann, dass 2017 die Weltwirtschaft um etwa 3% wachsen könnte. Da die Welt nicht gerade sicherer geworden ist, fühlen wir uns mit unserer breit aufgestellten Portfolio-Diversifikation weiterhin wohl und haben im November keine größeren Änderungen beschlossen. Im Einzelnen bedeutet das eine neutrale Aktiengewichtung und weiterhin eine vorsichtige Untergewichtung bei Anleihen. Angesichts der zunehmenden Inflationstrends, und man sieht das hier sehr schön an den langfristigen Inflationserwartungen für die USA, die seit September genauso wie in der Eurozone nach oben gedreht sind, das ist natürlich eine Grundlage, die, wenn dieser Trend weitergehen sollte, auch die Zinsen noch weiter nach oben treiben könnte, worunter die Rentenkurse leiden würden. Das Ganze trotz heute noch sehr, sehr niedriger Inflationsraten, wie in der Eurozone momentan bei nur 0,5%. Also Anleihen weiterhin untergewichten und vor allem kurze bis mittlere Laufzeiten, keine langen. Das ist unsere Grundempfehlung seit längerem. Und nicht zuletzt, inflationsgeschützte Anleihen bleiben nach wie vor erste Wahl, denn damit kann man genau solche Trends absichern. Wir sehen nach wie vor keinen Grund zur Panik, wohl aber zu einer kontrollierten, vorsichtigen Investmentpolitik. Denn angesichts aller politischen Risiken vor allem ist die Gefahr von zunehmender Volatilität an den Märkten ganz klar vorhanden.
Wir haben nächstes Jahr sowieso in drei wichtigen Euro-Ländern Wahlen und theoretisch könnte mit Italien im Extremfall sogar ein viertes Land dazukommen. Das bedeutet auch für 2017 viele Unsicherheitsfaktoren, schon von politischer Seite und zudem die ganze US-Politik, die sich neu ausrichtet, das wird die Märkte im nächsten Jahr sicherlich beschäftigen. Doch mehr dazu und zu den Aussichten für 2017 dann beim nächsten Mal.